fire. Explain, explain, as I turn I meet the power. Und damit wieder ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Game Pilots und wir befinden uns hier in der zweiten Tutorial-Folge von der Cessna Skyhawk. So, man sieht jetzt hier, der Motor läuft und deswegen werden wir heute mal, wie schon in der letzten Folge erklärt, eine kleine Platzrunde in München fliegen. Deswegen fahren wir jetzt mal hier vor und biegen hier vorne links ab und warten hier mal bei unserem Holding Point, nennt man das Ganze. Dafür machen wir hier unsere Taxi Lights an. Wer das nicht angeschaut hat, in der letzten Folge habe ich erklärt, was das alles so für Lichter sind. Sie sind schon an, deswegen lösen wir jetzt mal die Parkbremse und rollen dann schon mal direkt nach vorne. So, wir sind jetzt hier draußen und hier auf so einem Flughafen muss man immer den gelben Linien hier folgen. Das sind sozusagen die verschiedenen Straßen bzw. Wege, wo man halt lang fahren sollte. Dann kommt man sich auch nicht in die Quere und man hat einen bestimmten Punkt und es fährt nicht jeder einfach so dumm rum. So, wenn einem das Ganze ein bisschen zu schnell ist, kann man auch den Schub ein bisschen verringern. Man sollte ungefähr so maximal 45 Knoten fahren auf dem Rollfeld und ich finde, das machen wir ganz gut. Und jetzt rollen wir mal bis ganz nach vorne und biegen dann da vorne links ab. Wir machen jetzt mal ganz kurz Pause und aktivieren mal die Map, damit wir auch sehen, wohin wir fahren. Die machen wir hier nach unten. Das ist immer sehr hilfreich, damit man sich auf so einem Flughafen auch nicht verirrt. Hier sieht man zum Beispiel links ein gelbes Schild. Das gibt einem zum Beispiel an, auf welcher Straße man hier zum Beispiel gerade ist. Ich habe jetzt gerade gebremst. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr die Bremse drückt. Ihr müsst dann nicht den Schub irgendwie verringern oder so, sondern einfach nur geschwind kurz die Bremse antippen. Und dann bremst er automatisch runter und gibt danach wieder Gas, wenn es um die Kurve geht. So, was müssen wir jetzt alles beachten? Es gibt verschiedene Vorschriften beim Start. Die werde ich euch gleich am Holding Point noch erklären. Denn wir müssen beim Start und auch beim Fliegen einiges beachten. Das ist nicht ganz so viel, aber es ist sehr, sehr komplex und es muss alles aufeinander abgestimmt sein. Weil sonst funktioniert das Fliegen nicht. Wir müssen auf unsere Geschwindigkeit achten, auf unsere Steigrate, sprich wie schnell wir steigen. Und dann müssen wir auch noch schauen, auf welcher Höhe wir sind, wie hoch wir dürfen und wo auch gerade andere Flugzeuge sind, damit wir uns nicht kollidieren oder sowas. Und wir biegen jetzt mal hier ab, weil wir haben kein arg großes Flugzeug, was jetzt die ganze Runway braucht zum Abheben, sondern wir haben ja nur unser kleines hier 4-Mann-Flugzeug, was relativ wenig von der Runway braucht, um abzuheben. Hier sehen wir zwei Linien, die wir jetzt erstmal überqueren. Beziehungsweise hier vorne leuchten zwei Leuchten, das sind Warnleuchten. Da bleiben wir mal geschwind stehen. So, wir bleiben stehen und nehmen den Schub weg. So, die Map kann mal wieder zu und wir gehen mal wieder zurück in unser Cockpit hier. So, ich habe gerade ganz viel gelabert von Speed, also beziehungsweise Geschwindigkeit, dann unsere Altitude, das ist hier unsere Höhe, unser Höhenmessgerät. Und dann noch hier unser Kompass. Hier sehen wir unseren Speed. Das ist nicht in km/h angegeben, sondern in Knoten. Sprich 40 Knoten sind nicht gleich 40 km/h. Hier ist unsere Altitude. Das bestimmt unsere Höhe. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel zwischen 1 und 2 sind, sind wir zum Beispiel jetzt gerade auf 1450, 460 Fuß. Fuß ist was anderes wie Meter, sollte aber jeder schon mal gehört haben. Warum liegen wir jetzt nicht genau auf Null? Wir sind doch am Boden. Das kann ich euch sagen, weil die meisten Flughäfen sind nämlich nicht genau auf dem Meeresspiegel. Denn Null ist der Meeresspiegel. Und wenn jetzt München höher gebaut ist als der Meeresspiegel, ist hier der Grund, also der Boden, wo wir jetzt gerade stehen, etwas höher gelegen. Hier ist er relativ hoch. Zum Beispiel Frankfurt hat irgendwie eine Altitude von 350 Fuß oder sowas, also relativ nah am Meeresspiegel. Aber es gibt sehr, sehr, sehr wenige Flughäfen, die genau auf dem Meeresspiegel liegen. Das müsste man dann auch immer abklären, bevor man landet, weil man kann sich ja dann nicht verlassen, null ist der Boden,
wenn der Boden schon auf 1500 Fuß anfängt. Dann verpeilt man ja die Landung. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge nochmal sehen, wenn es um die Landung geht. So, hier sehen wir unseren visuellen Horizont. Das heißt, wir sind hier gerade auf dem Boden und wenn wir dann unseren Steuerknüppel nach hinten machen, hier diesen hier, dann wird sich das Gerät hier in Richtung blauen Horizont nach oben bewegen. Dann sehen wir, dass wir steigen. Zum Beispiel 10 Grad, 20 Grad, sowas in die Richtung. Wenn wir natürlich runtergehen, gehen wir hier in den braunen visuellen Bereich. Das bedeutet, dass wir dann sinken. Das Ganze können wir aber nochmal genauer sehen, indem wir dieses Display hier betrachten. Das zeigt uns nämlich an, wie viel unser Vertical Speed ist. Vertical Speed sind 100 Fuß pro Minute. So, hier ist jetzt zum Beispiel 1, das sind dann 100 Fuß pro Minute, 200, 300, 400, 500 Fuß pro Minute. Und das ist schon relativ viel für so ein kleines Flugzeug. Also wir sollten uns zwischen 500, maximal 1000 Fuß die Minute befinden. Dann haben wir eine sehr gute positive Steigrate. So, was müssen wir noch beachten? Wir haben jetzt nochmal unsere Map hier und können hier mal sehen, dass wir uns hier was einstellen können. Das ist der Kompass, die Kompassnase. So, jetzt sehen wir hier, wir fliegen ja in diese Richtung hier ab, sprich nach rechts, nach Osten. So, wir können jetzt hier rauszoomen und dann fliegen wir ja hier lang. Dann wollen wir hier nach unten, die gleiche Strecke parallel wieder nach links und zum Rechteck schließend wieder nach rechts und nochmal nach rechts zur Landung hin. Deswegen müssen wir jetzt erstmal schauen, wie unsere Runway ist. Hier, welche Nummer die hat, beziehungsweise welche Koordinaten. Die Koordinaten hier sind 2,6 rechts, beziehungsweise 0,8 left. Deswegen schauen wir jetzt mal Flugeinstellungen auf unseren Airport hier, indem wir auf Anpassen gehen. Na los. Ja, hier kommen München, dann auf Anpassen. Und jetzt sehen wir hier 0,8 left. Das heißt, wir müssen unser Navigationssystem bzw. unser Koordinatensystem auf 80 Grad bzw. 80 einstellen. Dann haben wir nämlich genau die gerade Strecke zur Landebahn bzw. Startbahn. Das bringt uns Folgendes, wenn wir jetzt nämlich zurück in unser Cockpit gehen, können wir hier nochmal so ein rundes Teil sehen. Das ist sozusagen unser Koordinatensystem sozusagen. Das können wir hier wechseln, das nennt sich auch Heading. Und dann können wir hier, da ist 120 und hier ist Osten und hier ist 60. Dann können wir uns erstmal geschwind auf die Runway stellen. Das machen wir mal geschwind. Wir lösen wieder die Bremse, geben ein bisschen Schub dazu und fahren mal nach vorne. So, wenn wir uns dann auf der Runway befinden, sehen wir nämlich auch, in welche Richtung wir stehen von unserem Kompass. Und das hilft uns dann, um die perfekten Linien zu fliegen und halt auch direkt ein Rechteck zu fliegen. Weil, kleiner Moment, wenn wir hier nämlich nach vorne rollen und ganz kurz wieder stehen bleiben, möglichst in der Mitte hier, so, sehen wir nämlich, dass wir jetzt genau hier in der Mitte sind, Richtung Ost. Da richten wir unsere Heading aus. Weil wenn wir jetzt hier nach vorne fliegen wollen, sprich in diese Richtung, wir machen mal die Kompassnase wieder aus, weil die brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Wir haben ja hier unser kleines Hilfsgerät. Fliegen wir in diese Richtung. Das ist bei uns jetzt geradeaus. Wenn wir dann die Kurve nach rechts fliegen wollen, wird sich das Teil hier Richtung links drehen. Und wir fliegen die perfekte Rechtskurve, wenn dieses Teil hier, was wir eingestellt haben, sich an diesem linken Rand hier befindet. Dann wissen wir fliegen genau nach unten von unserer geraden Linie hier. Das hilft uns schon mal in Mengen, dann müssen wir nämlich nicht immer die Map aufrufen und so weiter. So, jetzt sind wir eigentlich hier, haben schon alles abgeklärt mit dem Tower und schauen jetzt mal, was wir so alles beim Start beachten müssen. Beim Start mache ich normalerweise die Flaps immer auf 10 Grad. Und das bringt Folgendes, dass wir nicht so viel Geschwindigkeit brauchen zum Abheben. Man braucht die Flaps jetzt nicht unbedingt, aber es erleichtert ein bisschen den Start. Also das Flugzeug wird ein bisschen mehr durch die Luft nach oben gedrückt, sozusagen.
Hier, wie schon gesagt, bleiben wir immer zwischen dem 5 und dem 10er Strich. Das sollte eigentlich perfekt passen. Und dann gehen wir hier bei der Altitude mal auf 3000 Fuß hoch. Hier ist unser Airspeed. Wir werden so circa bei 40, also bei 50, 60 Knoten unseren Stick ganz langsam, wirklich, wirklich ganz langsam zu uns ziehen, bis wir merken, dass das Flugzeug abhebt. Dann werden wir ihn ein bisschen höher ziehen, sodass der Zeiger hier ungefähr bei 4, 5 ist, nicht höher. Und dann werden wir die Flaps wieder einfahren, sprich die Lande- bzw. Steuerklappen. So, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Hier müsste dann die 3 stehen. Hier bleiben wir bei der 60 und werden dann oben bei 80 bis 100 Knoten sein, je nachdem. Und hier bei 5 bis 10. So, und jetzt heben wir ab. Es ist zu dem Zeitpunkt gekommen. Wir lösen die Bremse, schauen erstmal mit mittlerer Geschwindigkeitsangabe, dass der Motor stabil läuft. Müssen hier ein bisschen korrigieren auf der Landebahn, weil es ein Einmotorik-Flugzeug ist. Das driftet immer so ein bisschen ab und geben vollen Schub. So, wir haben ja damals eingestellt, dass es nicht in den grünen Bereich reingeht. Das heißt, wir haben perfekte Geschwindigkeitszuwachs und warten jetzt mal, bis wir ungefähr bei der 60 sind. Dann werden wir unser Flugzeug langsam, aber sicher nach oben bewegen. Und zwar genau jetzt. So, und jetzt sind wir auch schon in der Luft. Jetzt wollen wir ein bisschen gerade fliegen über der Runway und drücken mal ganz kurz Pause. So, ihr seht, wir sehen nichts. Genau. Deswegen drücken wir jetzt mal hier auf unserer Tastatur die Pfeile nach oben. So, jetzt sehen wir eigentlich alles, was wir brauchen. Unseren Joke können wir auch mal wieder aktivieren, beziehungsweise unsere Taxi-Lights kommen aus und unsere Navigation-Lights bleiben an und unsere Strobe-Lights gehen an. So, unser Joke wird wieder aktiv und wir gucken jetzt mal. Wir sind hier relativ gut noch auf der Landebahn, beziehungsweise auf der Runway. Und versuchen jetzt immer, diesem Teil hier zu folgen. Also wir wollen immer geradeaus auf dieses Teil hier fliegen. Und wie gesagt, wir werden jetzt auch ein bisschen schneller werden. Je nachdem, das dauert immer ein bisschen, gucken wir hier, dass wir bei 5 und 10 bleiben, bis wir dann die Altitude 300 erreicht haben. Das sind dann 3000 Fuß. So, deswegen gehe ich jetzt mal wieder aus der Pause raus, muss jetzt meinen Joystick wieder ein bisschen nach hinten ziehen und gucken, dass alles passt und werden jetzt so ungefähr direkt versuchen, auf der Runway zu fliegen, aber stetig bzw. statisch Höhe zu gewinnen. Weil wir wollen ja, upsala, wir wollen ja auf 3000 Fuß kommen. So, wir sind jetzt ungefähr bei 5000, beziehungsweise bei 500 Fuß die Minute. Unser Vertical Speed ist 500 Fuß die Minute. Und das ist relativ gut. So, wir bleiben jetzt hier immer noch schön ungefähr auf der Runway-Höhe. Müssen immer noch ein bisschen nachkorrigieren, damit wir schön in Richtung E fliegen auf unserem Koordinatensystem da unten. Und steigen jetzt mal weiter. Unser Speed bleibt so schön auf kurz vor 60 Knoten, da wir auch eine gleichbleibende Steigrate haben. Jetzt driften wir ein bisschen ab, wir müssen wieder ein bisschen weiter nach rechts. Und sind jetzt wieder gerade auf dem E. Jetzt versuchen wir einfach nur gerade nach oben zu fliegen. Das ist gar nicht so einfach. So, wir halten den Stick weiter bei 5000, 6000, beziehungsweise 500 und 600 Fuß die Minute und können auch mal ein bisschen erhöhen, sodass wir ein bisschen schneller steigen. Aber auf gar keinen Fall über die 10 kommen, weil das ist dann ein bisschen zu hoch und das könnte zu einem Strömungsabriss führen. Das bedeutet, dass wir den Luftfluss verlieren. Und bei so einer geringen Geschwindigkeit, wie wir hier mit unserem kleinen Flugzeug fliegen, hätten wir dann keine Kontrolle und würden quasi wie ein Stein nach unten auf den Boden fliegen. So, wir sind jetzt auf 2250 Fuß und steigen statisch weiter. Wir fahren mal unsere Flaps wieder ein, zack, und werden jetzt nicht mehr nach unten gedrückt. Deswegen sind die Flaps nämlich auch sehr, sehr wichtig für die Landung. Weil die nämlich bei relativ wenig Geschwindigkeit das Flugzeug immer noch gerade halten, sozusagen, aber das Flugzeug trotzdem an Höhe verliert. Und das wollen wir erreichen. So, wir sind jetzt gleich auf 3000 Fuß. Wir befinden uns jetzt bei 2700 Fuß und steigen weiter und weiter. Unser E ist immer noch genau vor uns, da wo wir es haben wollen. Und jetzt können wir hier auch mal ein bisschen rumschauen und die Landschaft genießen.
So. Jetzt sind wir aber gleich bei 3000 Fuß angekommen. Und wenn ich den Stick jetzt loslassen würde, würde Folgendes passieren. Das Flugzeug würde nach unten gehen. Aber das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich nicht an Höhe verlieren. Deswegen gibt es hier unten ein bestimmtes Rädchen. Ich habe mal wieder auf Pause gedrückt. Wir machen mal wieder unseren Yoke weg. Es gibt hier ein bestimmtes Rädchen. Das nennt sich Trimrad. Das hat auch jedes großes Passagierflugzeug. Und das ist dazu da, dass wir die Gewichte verlagern. Sprich, wenn wir das Rädchen nach oben ziehen, dann ist es zur Nose Down. Das heißt, wir gehen schneller nach unten. Die Gewichte werden nach vorne verlagert. Und wenn wir das nach hinten bzw. nach unten ziehen, geht die Nose Up. Das heißt, unsere Flugzeugnase geht nach vorne. Und das ist ja unser Ziel, dass wir hier ein bisschen weiter nach oben kommen. Weil wir sind ja gerade am Sinken, wenn ich den Yoke loslasse. Und wir wollen ja im Prinzip alles loslassen, sodass das Flugzeug auf einer Höhe bleibt. Deswegen müssen wir jetzt das Trimrad ein bisschen verschieben. Wie ihr seht, sind wir hier hinten gestartet und sind jetzt immer noch fast parallel zur Runway. Das wird uns das gleich erleichtern, wenn wir die erste Kurve fliegen möchten. Wir gehen mal wieder zurück und schauen mal bei voller Geschwindigkeit, dass wir hier das Trimrad ein bisschen weiter nach unten machen. So, und weiter, weiter, bis wir dann das erreicht haben, dass wir direkt bei diesem visuellen Bild hier auf der weißen Linie sind und hier die Null erreicht haben. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach unten. So ungefähr. Wir können auch ein bisschen Speed wegnehmen. Das hilft dem Ganzen auch noch ein bisschen. So, wir trimmen mal noch ein bisschen weiter nach unten, noch ein bisschen weiter nach unten. Und jetzt geht es schon Richtung Null. Wir trimmen noch ein bisschen weiter nach oben. Mal schauen, wo es jetzt hingeht. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach unten trimmen. Es geht nämlich wieder nach oben. Wir schauen hier immer nur auf diesen Zeiger. So, noch ein bisschen weiter nach unten. Bis wir auf der weißen Linie ungefähr sind. Wir korrigieren mal noch ein bisschen, weil wir fliegen nämlich hier gerade wieder in Richtung weg. In Richtung weg. Das war jetzt wieder ein toller Satz. Und jetzt sinken wir wieder ein bisschen. Das heißt, wir trimmen wieder ein bisschen weiter nach oben. Aber nicht zu viel. Und jetzt wollen wir... Moment, warum fliegen wir jetzt denn so weit nach oben? Trimmen wieder nach unten. Jetzt wollen wir die Kurve fliegen. Im Prinzip wollen wir jetzt einfach nur hier nach unten fliegen. Deswegen drehen wir jetzt hier unserem Rädchen nach rechts in Richtung Süden. Weil wir wollen ja direkt nach rechts. So, jetzt ist es nach rechts und wir wollen jetzt wieder erreichen mit einer Kurve, dass wir hier wieder das Teil hier in Richtung oben haben. Dann müssten wir hier sehen, fliegen wir direkt die Kurve nach unten. So, wir gehen mal wieder hier schön auf unsere Position und fliegen mal nach rechts weiter. So, jetzt sehen wir, unser Rädchen dreht sich weiter. Und wir sind genau bei dem S. So, wir sehen jetzt auch auf der Map, dass wir genau das erreicht haben, was wir wollten. Wir wollten nämlich nach unten fliegen. Einfach nur nach unten. Und jetzt fliegen wir hier mal ein bisschen weiter nach vorne, ein bisschen weiter nach vorne. Und jetzt drehen wir gleich mal das Teil wieder nach rechts, bis es wieder in Richtung Westen zeigt in diesem Fall. So, 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 so. Weiter, 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 weiter. Und wir sinken mal, wie ihr im Hintergrund vielleicht seht, aber wieder auf unsere 3000 Fuß Standardhöhe. Weil wir sind ein bisschen abgedriftet, indem wir die Trimmung ein bisschen falsch eingestellt haben, beziehungsweise indem wir einfach ein bisschen zu schnell waren. Wir können hier wieder den Schub noch ein bisschen zurücknehmen. Und jetzt fliegen wir hier schön geradeaus. Und fliegen jetzt gleich mal wieder die Rechtskurve. Und zwar genau jetzt. So, wir sind jetzt bei 3000 Fuß Höhe, ein bisschen drunter und fliegen wieder unsere nächste Kurve. Das sieht dann ungefähr so aus, bis wir dann wieder gerade sind. Und wir schauen mal nur hier, bis wir ungefähr in diese Richtung fliegen. Jetzt müssen wir normalerweise sehen, dass wir hier genau wieder unser Symbol erreicht haben. Das heißt, wir fliegen jetzt genau parallel zu Osten, sprich genau parallel zu dieser Linie hier. Deswegen machen wir das Ganze mal zu
und genießen mal so ein bisschen den Flug. Wir können ja zum Beispiel auch uns mal auf die Rücksitzbank setzen, indem wir das hier machen und jetzt hier ein bisschen umschauen. So, normalerweise müsste da vorne jetzt gleich der Münchner Flughafen kommen. Hier ist ein schöner See in der Nähe von München. Und jetzt sind wir auf unserer Flughöhe. Reiseflughöhe, auch genannt im Airline-Verkehr. So, wir können jetzt hier die Tür aufmachen, aber das wäre jetzt nicht so zum Vorteil. Entschuldigung. Und wenn wir hier rausgucken, sehen wir halt auch, dass wir noch relativ tief sind. Ein normales Airline-Flugzeug fliegt nämlich nicht auf 3000 Fuß. Ein normales Passagierflugzeug fliegt von der Runway aus mit seinem Autopiloten normalerweise erstmal straight auf 5000 Fuß hoch und schaut dann da weiter. Die normale Reiseflughöhe ist je nachdem unterschiedlich, wie weit das Flugzeug fliegt. Und das können wir dann später auch mal schauen, indem wir die Boeing 737 Tutorials machen. Und da werden wir sehen, dass wir so ungefähr bei 12.000 Fuß Reiseflughöhe sind bis hoch zu 40.000 Fuß. Das ist dann aber schon relativ arg hoch. So, und jetzt fliegen wir genau gerade. Wir korrigieren mal noch ein bisschen weiter nach links, weil wir wollen ja in Richtung Westen fliegen. Parallel hier zum Flughafen. Und wollen mal noch ein bisschen wieder steigen, weil wir sind schon wieder auf 2.500 Fuß unten. So, wir steigen jetzt mit 900 Fuß die Minute. Ah, jetzt wieder mit 500. Wir machen unseren Steuerknüppel mal wieder ein bisschen weiter nach hinten. Man sieht auch hier, wie das im wirklichen Flugzeug gesteuert würde. Wenn wir nach vorne machen, drückt es das nach vorne. Und wenn wir nach hinten zu mir machen, drückt es das nach hinten. Beziehungsweise zieht es das nach hinten. So, wir machen das Ganze mal wieder weg. Hier, unser Speed beträgt jetzt 60 Knoten. Sinkend. Und jetzt bleiben wir mal gerade auf dieser Höhe. So, wir müssen unseren Speed wieder ein bisschen erhöhen, weil sonst sinken wir nämlich wieder nach unten. Und wir sind jetzt auf 80 Knoten und müssten jetzt im Prinzip unsere Höhe halten. So, wir fliegen jetzt hier parallel zum Münchner Flughafen lang, können mal noch ein bisschen Schub geben. So, und sehen auch, wenn wir auf die Map schauen, dass wir direkt hier dran vorbeifliegen. Wir fliegen dann ungefähr bis zu diesem Punkt hier, MSE. Und drehen dann wieder die Kurve nach rechts ein. Dann fliegen wir bis ungefähr hierhin, drehen dann wieder die Kurve nach rechts ein und sind wieder genau auf dem gleichen Koordinatenstrang, wie wir abgehoben sind. Weil wir wollen ja wieder genau in die Richtung, wo die Runway ist. So, und dann wird sich auch der Landevorgang ergeben. Und da werdet ihr dann auch nochmal sehen, wie wir zum Beispiel mit den verschiedenen Flaps-Einstellungen umgehen, wie die uns zum Beispiel helfen mit der Geschwindigkeit und so weiter. Und genau, das ist auch nochmal ein bisschen komplizierter, da man da halt wirklich darauf achten muss, dass man genau gerade bleibt und einen halt eine sehr gute negative Sinkrate hat. Das heißt, dass der Zeiger hier extrem nah bei der Null zum Beispiel ist, dass wir halt nicht wie so ein Stein auf die Runway drauf fallen, sondern wir gleiten sozusagen auf die Runway und sobald wir die Runway berühren, machen wir den Speed weg und lassen uns ausbremsen. Genau, jetzt habe ich schon ein bisschen was zur nächsten Folge vorweggenommen. Aber wir fliegen jetzt hier erstmal noch unsere schöne Platzrunde auf 2500 Fuß. Bleiben hier auch relativ gleich mit 110 Knoten ungefähr. Und fliegen jetzt mal hier schön weiter nach vorne. Wir können natürlich hier so alles kontrollieren, dass alles standhaft bleibt. Hier zum Beispiel auch, dass halt keine Fehler auftreten und so weiter. Und dann können wir hier oben einfach die Landschaft genießen und den Flug genießen. Hier sehen wir jetzt auf der Map, dass uns hier ein Cirrus entgegenkommt. Der ist aber auf 6000 Fuß Höhe. Wir können mal ganz kurz rausflutschen und mal schauen, ob wir den vielleicht irgendwie sehen. Wir können ihn nicht sehen. Wahrscheinlich relativ weit über uns noch. Müsste ungefähr jetzt direkt vor uns sein. Aber wir sehen ihn leider nicht. Schade. So, hier drüben ist jetzt, Moment, ein Mauszeiger. Karte, geh mal weg. So, hier drüben können wir jetzt nochmal den Münchner Flughafen sehen. Und hier natürlich unsere Leuchten, die wir in der letzten Folge erklärt haben. Und wir fliegen jetzt mal wieder zurück in unser Cockpit. So, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wo wir jetzt bald die Rechtskurve wieder eingehen.
Und ab diesem Punkt, wo wir die Rechtskurve eingehen und dann landen und das Flugzeug wieder abstellen, ab diesem Punkt könnt ihr weiterverfolgen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und jetzt wisst ihr, wie man abhebt und wie man hier sozusagen die Höhe hält, beziehungsweise die Geschwindigkeit hält. Und in der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, wie wir wieder zurück auf den Boden der Tatsachen kommen und das Flugzeug landen. Ich bedanke mich nochmal fürs Einschalten. Seid auch in der nächsten Folge wieder dabei, damit ihr das letzte Tutorial von der Cessna Skyhawk noch sehen könnt. Lasst vielleicht ein Abo da, damit ihr sie nicht verpasst. Oder vielleicht ein Like, damit ihr zeigt, dass es euch gefällt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächsten Folge wieder dabei seid. Und mit diesen Worten sage ich Tschüss und bis zur nächsten Folge.